rumgespielt. Wie rumgespielt? Mann. Verpennt, verpennt, verpennt. Eigentlich verpennt, ja. Eben mal einstellen. Matriziani. Matriciani. Guck ich halt alleine. Wer ist er denn? Was ein geiler Sportplatz, ey. Blendi. Der gute Blendi. Schon am 20. Juni eingestiegen, also knapp eine Woche früher mit dabei gewesen. Gucken, ob ich den Ton wenigstens haben darf. Metal Benedict. Ich hab voll. Ich saß draußen beim Kaffee trinken und denk so, irgendwas war. Irgendwas war. Und dann kam die YouTube-Mitteilung. Auswärtstrikots, also beide Teams heute den Auswärtsvarianten. 7 Minuten gespielt, 0-0. Wir steigen ab. Oh mein Gott, wir steigen ab. Oh mein Gott. Wie mache ich denn hier mal? War hier für ja, so den ist besser. Hallo, liebe Liebenden. Stieg, mit dem man auch nicht unbedingt rechnen konnte. Stieg dann auch noch am letzten Spiel. Getränke Hoffmann Stadion. Wie geil. Die Mannschaft wurde hier da hinten steht ein Betonmischer. Eisverkehr mit Feuerwerk. Örtliche Kneipier hat auf dem Sonntag noch mal länger geöffnet. Ja, schön irgendwie. Aber schauen wir erstmal auf die Chance. Aue-Jahn. Aue-Jahn. Ich erkenne gar nichts. Das ist ein 720p. Polter, den erkenne ich. Tia, hi, grüß dich. Seit 25 Monaten dabei. Du Wahnsinnige. Kopfballspiel. Das finde ich so cool, ehrlich, Hammer. Kalle Rose, hi. Servus miteinander. Ja, die Tia grüßt aus Österreich. Servus. Servus. Schalke. Gut rein in die letzten Spiele. Wieder ein Doppelpass. Und wieder Aydin. Wie schnell ist er denn da mit seiner Nummer 8? Aus von Pelle. Nee, wie heißt das? Marius Müller. Wie heißt die Mannschaft? SC Spelle. Thomas Reis Spelle. Hat explizit seine Ausstrahlung gelobt, seine Präsenz und seine Kommunikation auf dem Platz. Das ist ja vom Alterssegment so zwischen Fährmann und Hekerin. Und? Einzuordnen. Wie geht's euch? 29 Jahre. Bei uns startet heute eine zweitägige Regenphase. 30 Grad und Gewitter. Das wird schön. Haut richtig auf die Lunge. Emsland. Auch er ist neu. Paul Seguin hier am Ball. Neuzugang von Union Berlin. Seguin. Ah. Ah. Viel kann man nicht sehen, ne? Der sehr, sehr passsicher ist. Ja. Kann man ja davon ausgehen, dass der FC Schalke 04 in der zweiten Liga doch noch ein bisschen mehr den Ball haben wird, als es in der Bundesliga zuletzt der Fall war. Das ist jetzt dementsprechend sicherlich unser neuer Torwart. Jawohl, in grün. Starke Zentrale zu haben mit Seguin. Das kaufe ich, das Trikot. Regep. Regen ist was Tolles.
Aber nicht zwei Tage hintereinander, Ronja. Im Sommer. Der Juni war schon super verregnet. Normalerweise ist hier ab Mitte Mai hier und da mal ein bisschen Regen, aber normalerweise 30 bis 40 Grad und trocken. Trocken. Den kriegt er noch. Aber hier war ja nur Regen, Regen, Regen. Regen, Regen, Regen. Viel Königsblau. Schalke. Sag mal, Schalke. Alles in allem eine wunderbare Stimmung. Hier in Spelle, die. Das haben sie auch nochmal betont im Vorfeld. Das sieht so aus, als wäre es da aber relativ kalt, ne? Ein richtig guter Gastgeber sein wollen. ...2016 war hier mal Borussia Mönchengladbach zu Gast. Das war jetzt aber schon ein bisschen schlampig gespielt. Auch da knapp 4000 Zuschauer. Naja, es soll ja Spaß machen. Mal Zigaretten. Also mein USB-Zigarettenstift. Ole, ole. Ole, ola. Irgendwie, vielleicht ist das nur, weil mir das immer bei den Farben auffällt, aber warum haben so viele bei Testspielen gerade Torwarte diese ekelhaften Farben an? Einfach nur, um aufzumüpfen? Im Übrigen, wo wir eben schon bei Transfermeldungen waren, auch auf der Abgangsseite hat sich heute was getan. Ah. Mita Ried verlässt den FC Schalke 04 dauerhaft und schließt sich Olympique Marseille an. Der 1.7. ist mein neuer Feiertag. Amin Harit verlässt dauerhaft Schalke 04. Ach, was tut mir das leid. Oh, gut abgefangen. Da sollten mal die Scouts gucken bei dem jungen Mann da mit der Nummer Ding 15. Da kann mal einer einen Ball annehmen. Schon realisieren können. Auch Brian Lassen von Arminia Bielefeld, den wir sicher. Wo ist denn unser Hälfte dann sehen werden? Schmalek. Alle anderen drei Neuzugänge mit Rollen Schallenberg. Schallenberg, genau, das meinte ich. Marius Müller. Die muss ich alle noch zeichnen, um transparente Bilder davon zu machen. Von Scheinberg, der richtig beeindruckt war. Noch 16 Tage. Noch 16 Tage. Trainings im Parkstadion. Dann geht mein Fliecher. Zuschauern. Das war ja aus Paderborn so nicht gewohnt. Da ist aber hübsch gefallen. Harit tut nicht weh. Scheinberg einer für den der FC Schalke 04 eine absolute Herzensangelegenheit ist. Ich kann den nicht ab, Harit. Weiß ich auch nicht. Mit seinem Lambo und mit seinem Autounfall und weiß ich nicht. Also, wer ist denn er? Oh, Kuzuki? Jetzt aber erstmal eine vielversprechende Freischussposition. Aueyan und. Der ist aber auch ganz schön bulky, ne? Der Kuzuki. So, Aueyane Mann. Ja, was für ein Linksfuß. Jetzt wird's mal. Also kommen beide in Frage, Kaminski. Hör mal, Kaminski, das war jetzt aber nicht Ronaldesk. Mit der ersten Torannäherung auch für ihn. Marcin Kaminski. Auch ein wichtiges Zeichen. Seine. Was macht er denn da, der Torwart? Ich glaube, der will sich empfehlen. Der sagt, guck mal, ich kann mit dem Ball umgehen. Kam 2021 aus Schalke. Stuttgart. Auch wieder abgefangen, der Ball. In welcher Liga spielen die denn? Schalke Rebell, grüß dich. Ronny, hi. 63 Zweitliga und 63 Erstligaspiele. Also viel, viel Erfahrung durch ihn. Kuzuki. Aueyan. Ja, hier geht's heute um alles. Seguin.
Na, da geht's einer frei auf der rechten Seite. Ha, ha, ha. Wer weiß ich nicht. Ich habe ein richtiges Kackbild. Schalke Rebell, jetzt aber schnell. Komm. Ah, Missverständnis. Aber wichtig, dass... Sag mal, wie gut spielen denn da diese Pelle-Leute? Spelle. Ich finde gar nicht schlecht, wie die spielen. Gut, es will sich natürlich auch keiner verletzen jetzt, ne? Ist klar. Das ist natürlich klar. Kicke top. Könnt ihr mir mal sagen, wenn ich jetzt lauter mache... Warte mal. Ich bin der Lauterbach, der jetzt mal lauter macht. La 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 la. Ich müsste eigentlich lauter machen können. Leiser lauter, leiser lauter. So. Hört sich das Mikrofon jetzt richtig schlimm und ranzig an? An alle drei Chat-Teilnehmer. Schallenberg. Viertelstunde gespielt hier in Spelle. Der FC Schalke 04 mit erwartet. Viel Ballbesitz und der... Ja, viel Ballbesitz. Achso, ich kann ja selber hören. Ich bin ja doof. Ansonsten... Ich bin doof. Kontrollieren die Königsblauen hier das Geschehen. Ja, die Königsblauen. Das war immer mal gefährlich, auch über die linke Seite. Da. Wenn ich jetzt mal hier hingehe und sage Pommes, Pommes, Pommes. Und sage Pommes, Pommes, Pommes. Und sage Pommes, Pommes, Pommes. Muss hier lauter machen. Hier aus. Jetzt sage ich hier nochmal, warte mal. Pommes, Pommes, Pommes. Ah, warte mal. Pommes, Pommes, Pommes. Ah, warte mal. Pommes. Ne, ist doch gut. Das ist aber gut. Ein bisschen leiser könnte es sein. Da möchte ich hin, oder? Möchte ich das? Da möchte ich hin, oder? Möchte ich das? Da möchte ich hin. Ja, super. Supi. Nur verteidigen ist halt immer einfacher, als das Spiel machen zu wollen. Wird wohl Großteil der Saison so aussehen. Gar nicht, Regnus. Wir werden mit geballter Kraft nach vorne schnellen, um den Ball beim Gegner im Tor unterzubringen. Ja, das werden unsere knappen Wagen. Amin Harit geht für immer zu Olympique Marseille. Deswegen 5 Millionen für Schalke. Genau, Ronny, für mich ist der 1.7. ein neuer Feiertag. Endlich ist er weg. Spielerisch. Vielleicht ist er ein super netter Kerl. Glaube ich aber nicht. Training. Ich mach den nicht. Fertig. Da können die Automatismen noch nicht alle einstudiert sein. Und dennoch läuft der Ball auch hier ganz gut durch die eigenen Reihen. Polter! Boah, da fehlt nur Zentimeter. Ah, den hat er nicht richtig an die Birne gekriegt, der Polter. Sonst wäre die Kugel drin gewesen. Aus dem Halbfeld. Oh, Holter, die Polter, kam der um die Ecke. Beinahe hätte hier den ersten Treffer gegeben für Schalke 04. Und da hat dann Sebastian Polter seine 1,92 hochgeschraubt. Ja. Ich glaube nicht, dass Mattes Niemann da im Spellertor... Mach mal ein bisschen leiser, warte mal. ...noch etwas hätte ausdrücken können. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger. Ich zeige ja kein Bild. Ich bin guter Junge. So, Getränke-Hoffmann-Stadion in Spelle. Im Emsland irgendwo. Viele Leute da. Das Städtchen hat heute richtig High Life und das finde ich auch geil. Das finde ich gut so. Wer ist er denn? Da war unser Karate-Kid. Löst in der kleinen Gruppe. Aydin, Seguin und am Ende Schallenberg. Dem Aydin, ey, das wäre so geil, wenn der sich auch nochmal so aufraffen würde und dann so irgendwie so... Ja, Mehmet ist guter Kerl. Ich habe heute Pizzateig selber gemacht. Auch schön. Und Abschluss. Idrissi. Blendi hat fast den... ja, aber leider... Ja. Oh, gut 20 Meter. Pizzateig. Ist das schwer? Was heißt schwer? Schwer ist es. Ist es aufwendig, sagen wir mal so. Blendi Idrissi. Der müsste eigentlich Werbung für Zahnpasta machen, ehrlich. Nein, 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 nein.
Blendend weiß mit Blendi. Blendi Idrissi, also wie angesprochen, zurück. Auge gehabt. Oder Kozuki. Spieler. Kozuki. Auch einer, der mal eine Linie überspielen kann mit seinen Pässen. Der geht da rein, Doppelpass, wunderbar gemacht. Scheinberg. Ah, der ist jetzt ein bisschen... Nimmt Aujan mit. Och, Leute. Zutaten für 5 Personen. Mehl, 1 Kilo. Milch, 500 Milliliter. Olivenöl, 200 Milliliter Zucker, 2 Löffel Salz, 1 Teelöffel Hefe, ein Päckchen. Und dann einfach mengen und ziehen lassen, oder wie? S04-Fans, wenn er da wieder dran anknüpfen könnte. Schalke. Schalke. In der letzten Saison hier und da immer mal so ein kleines Problemchen. Ja. Also für mich viel zu wenig gegen die Spelle oder wie die heißen. 3 Treffer, ja. 8 Vorlagen. Wesentlich. Ich weiß ja nicht, was die Ansage ist. Das ist ja eigentlich auch nur ein Schaulaufen. Und heute also. Ne? Die wollen sie nicht verletzen. Die wollen. Ich denke mal, ernst wird es bei Spielen gegen hier Twente oder was. Ne? 24 oder 48 Stunden. Vom Österreicher. Da macht man schon die Bällchen, ne, und legt die dann aufs Küchendings und normalerweise, ja, und lässt sie dann ziehen. Das ist cool. Schmeckt bestimmt super. Kozuki. Ja. Tempo und Trip. Heißt du auch Kozuki? Ich hab das schon. Ich hab manchmal Löcher im Hirn. So. Aber auch er muss sich erst wieder einfinden. Ja, der war ja lange versetzt, unser guter Mann. Ja, ist schon klar, aber trotzdem. Ja, Talentlosen. Ich versuche ja alles immer so ein bisschen positiver zu sehen. Weißt du, ganz entgegengesetzt der Gelsenkirchener Eckkneipe, wo sie immer sagen, hör mal, Walter, wir sind aufgestiegen. Ja, ich weiß. Steige eh wieder ab. Weißt du, und ich bin da eher so, naja, die wollen halt mal ganz entspannt ein bisschen Kohle in den Verein spülen, was geil ist. Top. Ah, klasse gemacht auf engstem Raum. Abschluss. Da ist viel dabei, was Gutes. Keke top. Ach, da ist er. Keke top. Jetzt das Bild hier ist wirklich so schlecht. Idrissi gefällt mir bis jetzt gut. Wenn ich nicht verheiratet wäre, würde ich das auch sagen. Aber ja, zu spät. Aber gefällt mir auch gut. Aber eben auch schon bei den Profis reingeschaut. Gab ja sein. Ich glaube, die machen das halt eben also auf ganz entspannt. Hey, Stony! Grüß dich! Auch schon Zweitligaspiel gemacht. Hallo! St. Pauli damals. Sag nicht St. Pauli. Das nächste Ziel heißt dann Veltins Arena für ihn. Aber auch das ist klar. Thomas Reis baut die jungen Spieler zwar ein. Wo ist denn unser lieber Matriciani? Oder ist er noch angespannt bei der WM? Schalke. Gleiches gilt. Ah, der ist auf Urlaub? Oder hat der Schein? Der 17-Jährige. Ich hab den heute Morgen in der Kaue nicht gesehen. Karaman auch, stimmt. Spielen wird so Karaman. Gehen. Garakako. Also für Salazar gibt es bisher nur Leihanfragen, ne? Und Schalke will nicht verleihen. Ich weiß noch nicht, was der sich vorgestellt oder was sie sich vorgestellt haben. Der hat ja jetzt nicht also wirklich geglänzt hat. Ich mag ihn. Und der kann halt wirklich geniale Sachen machen, aber also er war jetzt. Oh, guck mal, was ein Trick. Was war das denn? Ah, Seguin. An den langen Pfosten. Und top verpasst. Ganz, ganz knapp. Mahlzeit, Rob. Ach, wie schön, dass die Pause diesmal nicht so lange ist. Ja. Und in 16 Tagen fliege ich los. Nach Schland. Ja, Sebastian. Boah, was freue ich mich. Ihr habt keine Ahnung. Ihr könnt euch nicht. Aber vielleicht, wenn jemand auch im Ausland lebt und dann nach Hause wieder kann. Ich freue mich. Da nehme ich auch in Kauf, 3 Wochen ohne Frau zu sein. Aber ich bin ja bei meiner wahren Liebe, dem Ruhrpott. Weißt du? Bist du beim Testspiel gegen Twente dabei? Wann ist das, die Talentlosen?
Sepp zum, also zum, oder Sepp. Artem Popov. Bleibt dabei. Spelle. Steht tiefer und lauert auf die Umschaltung. Zum Urlaub und angucken, absolut geil. Am 22. Juli. Und das ist wieder gut gespielt. Auf engen Raum. Heidi mit Platz. Heidi mit der Flanke, die ist etwas... Oh, wahrscheinlich. Ich komme wahrscheinlich erst am 23. Das ist auf Schalke? Auch. Mit Jan Aydin. Zombie-Muffin, grüß dich. 21 Jahre. Alles gut bei dir, hoffe ich. 21, aus der knappen Schmiede zu den Pro. Karten gibt es auf jeden Fall noch genug. Ist das in der Arena oder eben im, auch 16 Bundesligaspiele gemacht in der vergangenen Saison. Ich glaube nicht. Ich glaube, da bin ich noch in Thüringen an dem Tag. Moin Moin Schalker, Moin Pottschaft, Smoke Clean, Moin. Ja, guter Einsatz, klasse. So, Schalke noch am Ball, jetzt kommt der Ball rein. Findet Seguin. Der Torwart ist gut. Da hatte der Seguin das Tor umschlappen. Aber der Torwart von Spelle ist auf Zack, kann man sagen. Seguin, der den kurzen Pfosten anvisiert hat. Ja, der kurze Pfosten, das ist natürlich klar. Hauptsache, er kommt nicht an der Latte. Initiiert das Ganze. Sonst kriegt die hängende 9 noch einen auf dem Achter. Nächste Ecke. Da sitzen die Opas. Also ich finde das so geil, ne? Diese ganze Kultur dahinter. Au Jan. Heute müsste noch mal Ecke geben, ja? Ecke für Schalke. Es geht jetzt um alles, ihr Guten. Es geht um alles. Stinken. Wie lange haben wir gewartet, dass es wieder ein Spiel gibt unserer Knappen? Jetzt geht's um alles. Ecke wird noch einmal reingegeben von Auejan. Wischt sich das nicht vorhandene Haar aus dem Gesicht. Hebt den Arm. Die Kugel kommt hinein, aber abgewehrt von Spelle. Spelle tut wirklich alles. Hat der Kommentator jedenfalls gesagt. Heute ist so ein richtiger Gammeltag. Warst du gestern auch feiern? Schallenberg. Ich habe von Anarcho nur Nachrichten gekriegt mit irgendwelchen wirren BVB-Bildern drauf. Also von irgendeinem so Kissen und so. Und dass er da versucht hat, Leute zu missionieren. Soichiro Kozuki. Sowas wie so ein geführter Neuzugang. Soll auch ganz behutsam aufgebaut werden. Thema Belastungssteuerung. Kam ja im Wintertrainingslager von der U23. Ich muss jetzt mal eben gucken. Spelle. Und von Beginn an überzeugt. Ehe ihn eine Sprunggelenksverletzung ausbremste für den Rest der Saison. War ja schon mit Mike Büskens 4 Tage vor dem Trainingsstart dabei, eine Sonderschicht zu schieben. Ah, ein Aufstieg im Jahre 23 in der viertklassigen Regionalliga Nord. Die kenne ich ja noch gut. Kader. Torwart ist Bernd Dücker. 31 ist der schon. Ah, schade. Nee, das ist der Mathis Niemann. Der hat gar kein Alter. Oder? Hat er die Nummer 22 oder die Nummer 1, der Torwart von denen? Ich meine, 22 hatte der, ne? Aydin. Gegründet ein Jahr nach Kriegsende. Er und Kaminski. Die einzigen nominellen Innenverteidiger. Torwart Oskar Lindemann? Hä? Hoffentlich hat er keinen Green Room. Seguin. Top. Ja, Spelle. Zieht das Foul. Keketop. Auffälliges Spiel. Keketop, auffälliges Spiel. Auf der vielleicht etwas... Naja, als Meister aller Stürmer würde ich sagen, hat er ja schon 3 Tore geschossen. Moment, nee, 0-0 steht's nach 30 Minuten. Auch in der Sturmspitze zu Hause. Ist alles nur Spaß.
22? Noch diese, alles klar, dann ist das der Jüngere, ne? Diese Variabilität. Mario Jacobi, grüß dich. Anarcho war wieder ohne mich feiern. Ich war wieder auf Radtour und musste mir danach zwei Zecken aus dem Bein pulen. Ja, mit Zecken hatte der auch zu tun. Wieso, Chris, wo gibt's da so viele Zecken? Ich hatte noch nie eine Zecke. Also weder fußballerisch in der Familie oder so, aber auch nicht jetzt hier vom Radfahren oder im Wald rumlatschen. Vielleicht mögen die mich nicht. Der Torwart hält auch da wieder gut. Wieder Aue Jahn. 22. Ja. Gerne mal ein Abo da lassen. Wer heute zum ersten Mal hier drin ist, das wäre natürlich schön. Ich übe noch an meinem Werner Hansch Kommentator-Double-Zeug. Ja, ein geiles Tor. So. Abschlag. Vom Speller-Torwart. Blendi. Nee, Quatsch. Karate-Kid. Bin Blutgruppe 0, darauf stehen die Biester. Bist du vielleicht A? Das mögen die nicht, so steht es zumindest im Internet. Ich weiß meine Blutgruppe gerade gar nicht. Zugenommen. Ob A oder B, aber ich bin auch schlecht im Zählen. Ich bin auch zurzeit verletzt am linken Fuß. Das möchte ich nicht. Mission Aufstieg kann beginnen, sagt Ronja. Genau, Tia. Genau. Mattes Niemann liegt, der ein-, zweimal richtig gut auf dem Posten war. Der Speller Torwart. Es ist aber auch noch kein Fall, also die halten sich extrem zurück, ne? Die haben wahrscheinlich schon die Ansage, also nix da, gar nichts riskieren. Wahrscheinlich bringt er in der zweiten Halbzeit irgendjemand rein, wo es nicht so viel ausmacht. Einfach um Gesicht zu wahren. Ja, komm, mach mal schnell drei, aber das war die. So einfach ist das auch nicht. Aktion. Die Speller, die geben sich Mühe. Und Aho, wie heißen die? Timo Nechau. Wennhaus. Die Speller und die Wennhauser sind zwei Dörfer, glaube ich, ne? Und die haben gemeinsam den Verein. Sehr, sehr großer. Was hast du mit deinem linken Fuß angestellt, Ronny? Spieler in dieser Mannschaft. Ja, für ihn natürlich was ganz, ganz Besonderes gewesen, gegen seinen Herzensclub zu treffen. Aber so oder so hat er schon vorm Spiel gesagt, dass es ein Riesenhighlight ist, logischerweise. Aber den Respekt, den haben sie okay ganz gut abgeschüttet. Was hat denn? Irgendwie hat das so Vibes. Früher, die Firma meines Vaters hatte früher so, die haben so Spiele gemacht. Es gab die Ruhrzink und es gab die Rheinzink. Und da haben die einmal 22 die Nummer, ja, das ist der, ja, Mittelburg, Dingsbums. Die haben dann immer so Werksspieltage gehabt, wo das eine Werk gegen das andere gespielt hat. Da sah das auch so aus. Da müsste man sie aber auch ohne Risiko mit einem guten Doppelpass durchspielen können, bei dem Klassenunterschied. Aber will auch nicht klingen wie eine Meckerfritze. Dann ist ja gut, Talentlosen, aber recht hasse. So mal ein bisschen aufblitzen könnte man das schon, ne? Kanashi, ahoi! Grüß dich! Ich hoffe, dir geht's gut. Wir sind hier im Getränke-Hoffmann-Stadion. Sollte man kennen. Das Getränke-Hoffmann-Stadion. Passt ja zur Feldins-Arena, ist ja auch ein Getränk. Och, Blendi. Oh, da kommt jetzt der Ball, Andi. Aydin, jawohl. Der ist weggerutscht. Da kann jetzt Aydin aber nichts dafür, ne? Ich hatte einen in der Klasse, Aydin Keskin. Was der wohl macht. Ja, recht gut sogar. Hoffe dir euch auch. Ja. Du bist ja fast zeitgleich mit uns, Andreas. Ja gut, ich guck's ja auf demselben Kanal. Ich habe halt ein bisschen Verzögerung, denke ich mal, durch, weil das Spiel, die Bilder und der Ton, das muss ja alles durchs Wasser. Dann noch eine ziemliche Strecke über Land, bis das bei mir ankommt hier im Keller. Freut man sich auf das Abend. Das freut mich, dass dir gut geht, Kanashi. Das erste Mal in der Clubgeschichte, dass man in der vierthöchsten Klasse spielt. Ja, vielleicht kauft ja YouTube irgendwann mal die Rechte für die Bundesliga oder so. Ich habe Hunger und weiß nicht, was ich essen soll. Ich habe Probleme. Ja, Rob. Aue Jahn.
Zigeunerschnitzel. Und da sind sie gut auf dem Posten. Jägerschnitzel. Bella bei den zweiten Bällen. Schaschlik. Pizza. Und immer wieder über links. Oder ein schönes Graubrot mit Butter und Salami. Oder Fleischsalat. Finde ich in Ordnung. Sonst hängst du immer 2 Minuten hinterher. Ja, weil ich sonst bei den Bundesligaspielen bin ich halt, da muss ich halt über ESPN gucken. Und die haben halt eine größere Verzögerung drin. Wenn alles so wie YouTube, das wäre natürlich geil. Oder wenn ich in Deutschland bin, hole ich mir einfach ein... Ja, nee, ich will ja nicht zahlen. Ich gucke ja alles über Six IPTV normalerweise. Oder ESPN halt. Doppelfassversuch mit Polter. Ja, die Schalker, die gammeln aber schön da vorm Tor rum. Nur passieren kommt, tut nix. Ist heute aber auch, ne, bloß nicht, auch nicht, nur einmal den Fuß komisch verbiegen, dann ist man gleich wieder 3 Wochen draußen. Das ein andere Team geben. Dann geht es eben auch mal. Ach, ich wünsche mir doch so Leute zurück, so. Andi Brehme, Kaltz, Horst Rubesch. Dem hätte das Bein abfallen können, dann hätte er trotzdem noch weitergespielt. Rummenigge, Breitner, Klaus Fischer. Ach, Yves Eigenrauch. Ebbe Sand. Das war aber dann schon auslaufend, ne? Aufgehört zu regnen, das ist Ebbe Sand. Den Zuschauern hier sehr zu gönnen. Das Getränke Hoffmann Stadion an der Fennhauser Straße. Fast durchgehend. Da sitzt die ganze Familie Hoffmann. Hast du gehört? Hast du gehört? Der hat Getränke Hoffmann gesagt. Dazu eine. Ich mache mir auch erstmal Frühstück. Schön selbstgebackenes Körnermischbrot mit einem hartgekochten Ei. Oh, selbstgebackenes und schon noch warmes Körnermischbrot. Schön mit schönem Käse. Käse. Oder mit Honig. So ein guter Honig dazu. Honig wird von versklavten Bienen geklaut. Nochmal ausverkauftes Haus. Auch Oldenburg. Ein namhafter Gegner. Also schon ein besonderes Abenteuer. Ach, da hat er. Die sind nicht schlecht, die Speller. Die fallen auf so einfache Tricks nicht rein. Kurz eben reindrehen und so, dann machen die nicht mit. Finde ich gar nicht schlecht. Schöner Diagonalball auf Lenz. Sieht gut aus. Das sieht man auch selten. Aber auch gut aufgepasst. Spelle, Ding. Spelle Fanhaus vorm Schalker Tor. Jetzt nochmal. 6 Minuten bis zur Halbzeit. 7, Ares. Entschuldigung. Nächster Abschluss. Der erste Abschluss von denen. Bei Schalke laufen sich gefühlt alle anderen warm. Auch eine sehr... They put a spell on us. Roll the dice, hi. Also Rübenkraut. Rübenkraut. Dieses kleine Stadion. Dieser dunkle Sirup, ne? Und der Platz Rübenkraut-Sirup oder so. In gutem Zustand. In einem gelben Becher. Mit grüner Schrift oder so. Ich glaube, ich fahre gleich kurz einkaufen. Roggenbrötchen mit Salat, Lachs, Ei, Tomate, Gurke ist ein Plan. Ja, ich mag immer nur eine Sache auf dem Brötchen. Obwohl manchmal sind die schon ganz gut. Mit Remoulade. 1-2, Abschluss. Wow. Gute Aktion. Tauber ist tot, ja. Bleibt dabei. Grüße gehen raus. Geht das Tor. Belohnt sich nicht. Und jetzt gibt's den ersten Wechsel. Torwartwechsel bei den Gastgebern. Klaus Teuber. Und es wird Oskar Lindemann. Ja, Grüße gehen raus, ne, in den blau-weißen Himmel. Dritte Torhüter. Glück auf, roll the dice. Asynchroner Flügelflitzer im Abseits. Im Kader hier. Genau, Grafschafter Goldsaft. Ja, ja, ja. Nee, gibt's nicht. Aber das Zeug ist. Reiner Zucker natürlich, aber was willst du machen? Die Sachen, die gut sind, obwohl du kannst dir ja leisten, Zombie Muffin, du kannst auch nicht reinhauen.
Gefühlt ist Zombie Muffin immer mit dem Fahrrad unterwegs. Also immer. Ich weiß gar nicht, wann die schläft. Robby. Kreimel. Der Ball kam 2022 von Rapid Wien. Dann im Oktober letzten Jahres diese Meniskusverletzung. Passiert noch was? Im Grunde nach der Kreuzbandverletzung zuvor. Ja, ich kann ja erkennen, wer es ist, aber. Ganz, ganz prekär. Jetzt wird aber schon ein bisschen gerangelt da. FC Schalke 04, da zu diesem Zeitpunkt auch Marcin Kaminski. Ach, das war Kosuki. Kosuki im Zweikampf. So wie Ibrahim Assissé und Sepp Vandenberg. Ah ja, das ist jetzt der mit der 23 der andere. So, der erste Torwart kann wohl nicht. Brachte es dann insgesamt auf 7 Spieler. Der Österreicher, hoch veranlagt, wird dieses Jahr wieder angreifen. Der erste ist der Bernd Dücker, der ist 31, der kann nicht. Schlag. Wer hat denn die Nummer 23? Vor uns, bejubelt von. Ist hier gar nicht aufgeführt. Der Frechheit. Der Trainer auch schon seit 2018 hier. Überhaupt viele, viele im Team der Gastgeber schon seit der Bezirksliga dabei. Also die sind Kader. Schon irgendwie auch gemeinsam gewachsen. Schöne Geschichte. Hä? Das kann doch nicht der aktuelle. Diese mannschaftliche Geschlossenheit. Ja, super. Der aktuelle Kader hat bei Kicker 1, 2, 3, 4 Spieler. Zum FC Schalke 04. Das haben die Spieler und auch die Verantwortlichen immer wieder betont. Aber was willst du machen? So, Schalke, nochmal schnell irgendwie. Rückrundentabelle. Ne? Ja, gut. Ah, oh, Seguin hat ein bisschen Platz. Und moniert, glaube ich, Handspiel. Ach komm. Den Eckball bekommt er auf jeden Fall. Ecke. Aber immer wieder auffällig, wie Paul Seguin die Tiefe sucht, sich da quasi. Also war Torwart 2, jetzt Torwart 3. Wahrscheinlich spielt das Ende vielleicht dann Torwart 1. Und so schon 1. Damit jeder mal darf oder so. Gefährlich zum Abschluss kam. Kann ich verstehen, ist ja auch schön. Fast, wie eben gesehen. Ball kommt rein, hoch und drin. Tor! Jawohl! Da ist die Kugel drin im Netz. Das war zu erwarten. Besser gesagt. Eine Frage der Zeit. Wer war's? Nach der Ecke von Thomas Auejan. Ja, Auejan Ecke. Also. Polter. Holter die Polter, geht die Kugel ins Netz. Gearbeitet hat an diesem Tor. Aha. Und da relativ. Boah, steigt der hoch, der Polter. Ohne sich aufzustützen. Also, Blendi. Für den FC Schalke 04. Keke. Saison 2000. Der Poltergeist, ja. Aus dem Nichts taucht er auf. Und das könnte jetzt vielleicht auch Etzala. Ein bisschen der Dosenöffner sein, dieses Spiel. Dosenöffner. Die Elf von. Passt doch perfekt wie in Liga 2, Vorlage von Auerjahren. Ja, ja. Sauber, nur der S04. Jawohl! Jetzt kommen wir in die Champions League. Nur noch das Tor fehlte. Und dennoch muss man den Kompliment machen, die das hier aus ihrer Sicht bei 0:1 halten. Wenn ich wüsste, wer das war. Und sehr, sehr diszipliniert verteidigen. Und ihrerseits in der vierten Minute eine richtig sehenswerte Kopfballchance hatten. Durch Timo Nichau. Der Timo. Ah, da ist keiner. Aber die Flanke war trotzdem schön. Natürlich. Auch wenn da jetzt keiner war, aber sah gut aus. Wir holen uns die Champions League. Genau. Mein Traum ist immer noch. Schalke wird Meister und sagt, ja, und freuen Sie sich schon auf die Champions League. Und der komplette Verein sagt, nö, da machen wir nicht mit. Ach, kein Bock. Im ersten Durchgang. Ist ja eh Spinnerei da. Was soll das? Wir konzentrieren uns auf den DFB-Pokal. Und das ist es dann auch. Einwurfspelle. Und jetzt ist Halbzeit. Halbzeit. Es ist Halbzeit.
Wir können uns die Champions League holen auf Sky oder The Zone. Wir in seinem ersten Vorbereitungsspiel hier beim Regionalliga-Aufsteiger, der sich, das haben wir eben gerade festgestellt, hier sehr, sehr teuer verkauft. Schalik. Das T-Shirt ist ja, das Trikot ist ja geil. Das kaufe ich 100 Pro, wenn es das im Shop gibt. Polter aus der 44. auf der Anzeigetafel sind. Wir melden. Fällt mir gerade erst auf, wie schön der Schalke 04 vorne draufsteht. Das finde ich ja gut. Da, der Reis. Bis gleich. Spricht mit Blendi Idrizi. Idrizi. Ich habe das so noch nicht gesehen. Mit dem, mit diesem direkt ausverkauft. Nee. Dann mache ich es mir halt selber. Dann fahre ich in die Türkei rüber. Da gibt's ihn auch für einen Fünfer. Kam heute im Shop. Ja, kann ich von hier aus nicht bestellen. Ich finde, wir sollten Idrizi behalten für die Breite. Der hat richtig gut was gezeigt. Also jetzt nicht unbedingt nur heute, generell. Also ich kann mich noch erinnern bei den Vorbereitungsspielen. Da war der wirklich gut. Opi ist da. Weißt du was, Just Flow? Du wirst hier gleich gebannt, ne? 0:1 ist etwas wenig, aber keine Verletzung. Aydin hat sich da engagiert, finde ich. Wie gesagt, ich wünsche mir, dass der auch richtig sich so festsetzt, dass der mal die Chancen bekommt. Allerdings muss er natürlich im Training dann auch zeigen, dass er besser ist als die Konkurrenz. Ich erinnere mich nur an dieses Karate-Kid-Tor. Das war absoluter Hammer. Was hat denn Just Flow gemacht? Nicht Just Flow ausblenden. Das war ein Witz. Der war schon in der zweiten Liga ein guter Backup. Überragend unsere Mannschaft. Überragend. Das Torwarttrikot, das neue, ist verfügbar. Giftgrün. Das finde ich, das werde ich wahrscheinlich mir holen. Guckst du eigentlich die UFC? Nein. Ich gucke überhaupt keinen Ami-Fußball. Nur wenn ich muss. Lone Wolf. Hi, übrigens. Nur wenn ich jetzt mal ein Video machen will, würde ich da runtergehen. Ansonsten ist das ja albern. Die wollen knapp $30 haben für diesen Rotzfußball, den die da spielen. Die holen sich in die Vereine irgendwelche Namen, weil es wirklich, da ist ja keine Tradition hinter gar nichts. Das ist ja einfach nur, ja, eine Firma, die einer Person gehört und das ist ein Zirkus. Ach so, ich dachte, du meinst die zweite, ach ja, Ultimate Fighting. Ich dachte, du meinst die zweite Liga der Amerika. Es gibt die MLS und dann die US. Ach, das ist dann die US. Ja, was soll's. UFC gucke ich nicht, nein. Aydin und Aouyan haben sehr von der Dreierkette profitiert, weil sie in der Offensive deutlich stärker sind als in der Defensive. Ich sehe Aydin auch offensiv stärker als defensiv. Ich glaube, da will er auch hin in die Offensive mehr. Ist ja klar. Ne? Oder? Muss ja erst aufklären. UFC ist Kampfsport. Ach ja, richtig. Wie heißt denn die zweite Liga? Amerikanische Liga. MLS und da ist ja der Schalker Partnerverein. Er spielt in der zweiten in Pittsburgh. Ach, das ist die USL, United States Soccer League. Ah ja, da sind sie. Und in Pittsburgh ist das die, nicht River Dogs, Riverhounds. Pittsburgh Riverhounds oder so, ne? Die sind Schalkes, also Partnerclub kann man sagen.
Aydin mal als Rechtsmittelfeldspieler probieren. Hat er nicht auch bei Testspielen nach dem Abstieg, hat er nicht dann auch bei Testspielen da gespielt? Also mehr vorne? Sigin ist ziemlicher Durchschnitt. Dann eher Flick behalten. Camembert ist natürlich schön auf so einem Brot. Ja. Aujan als Achter. Ja, ich sehe bei Aujan halt so ein bisschen so, ja, so abwehrtechnisch weiß ich nicht. Also das einzig, ich will ja auch nichts Böses sagen, aber so das einzig wirklich Gute sind halt die Flanken. Ich habe einen Camembert noch im Kühlschrank gefunden. Ich hoffe nur, der lebt nicht schon dann. Zombie-Muffin. Weiße. Ich frage ihn mal. Kannst du denn Französisch? Um Franzosen nachzumachen, brauchst du nur dieses zu machen. Ja, und halt ein Auto anzünden oder so. Zu früh? Oh ja, läuft wie ein alter Mann. Ich wollte es nicht sagen. Ich frage hier mal. Und was sagt er? Hat er schon geantwortet? Spelle. Haben wir hier die... Achso, Aufstellung ist eh egal. Der wechselt jetzt wahrscheinlich eh durch. Marius Müller. Matriciani. Kaminski haben wir drin. Sie sehen nicht. Aber ja, okay. Cedric Brunner. Ach, den haben wir ja auch richtig. Das ist auch gut, dass wir den haben. Ne? Der bleibt auch. Ron Schallenberg. Florian Flick. Niklas Tauer, das ist der Seguin, okay. Lattenlatzer ist Kapitän noch hier. Udraogo. Oh, da könnten jetzt aber einige aufs Spielfeld kommen, dass es wirklich, dass es nochmal richtig interessant wird. Blendi zurück. Salazar, Drexler. Kenan. Marius Bülter ist ja dann so gut wie weg, ne? Soichiro oder Soichiro Kozuki steht hier noch als verletzt. Marvin Pieringer. Simon Terry. Brian Lassme ist auch noch nicht, hat auch noch nicht gespielt. Polter hat gespielt. Keke Top, okay. Na dann, geht's weiter. Wir haben ja nicht ewig Zeit hier. Was soll denn das? Ach, noch 7 Minuten Pause. Oh, ätzend. Schalke-Rebell, du bist seit 25 Monaten dabei, Alter. Alleine aufgrund dessen müsste ich wirklich öfter, wenn mir nur einfiele, oder ich mache dann öfter Livestreams, oder zumindest mal zwei, also Montag kurz nach dem Spiel, einfach nur Besprechung, und dann nochmal innerhalb der Woche, aber dann, wo wir rein Talk machen vielleicht, wenn ihr da Bock zu habt. Also, dass wir einfach dann, dass wir einfach mit dem Discord dann einfach einen reinen Talkstream machen. Aber wenn da Interesse besteht. Auf Uedraogo freue ich mich extrem. Der wird unsere Zukunft. Ich bin echt gespannt. Echt gespannt. Marco, grüß dich. Ja, Glück auf. Ein bisschen Musik an. Ich spiele immer dieselbe Musik, weil da weiß ich, dass ich keinen Copyright Strike kriege.
Wie hat Matriciani gespielt in der U21? Ich habe es nicht geguckt. Die ganze U21-Dings-Geschichte. Das war mir zu deprimierend. Ich denke mal, das Heimtrikot wird rauskommen, sobald wir wissen, wer vorne drauf steht. Copyright ist copy wrong, aber total. Kicker berichtet, Harit endgültig kein Schalker mehr. Ja, ist er sie gewesen. Henning ist ein guter, auf jeden Fall. Jasmin, hey! War dadurch noch einer der Besten. Achso, bei der ganzen U21-Geschichte. Wäre Feldins nicht ein Sponsor für das Trikot? Wäre schön. Dann ist mein altes Trikot wieder aktuell. Lass Harit bloß nicht mit dem Auto wegfahren. Ja, ehrlich. Ich finde das neue Trikot so, wie es ist, super. Ja, fände ich auch geil. Wenn so die Schalke wird, das Iron Maiden der des Fußballs. Iron Maiden hat ja auch nie irgendwelche normalerweise, ne, irgendwelche großen Sponsoren von Gitarrenfirmen oder so angenommen, weil sie immer die das spielen wollten, was sie spielen wollen. Instrumentenmäßig. Und Schalke könnte ja auch sagen, ja, nö. Wir sponsern uns selber. Ich wäre für Adidas als Hauptsponsor. Fände ich auch geil, sowas. Fände ich echt geil. Also ich verpflichte mich, wenn Adidas Hauptsponsor wird, kaufe ich zumindest mal ein Torwart, das Heim- und das Auswärtstrikot und neue Samba-Treter. Gazprom muss hierher, ja, genau. Und wer macht den Sicherheitsdienst bei Spielen? Gruppe Wagner oder wer? Dito, drei Stück. Das auswärts hellblaue Trikot sieht natürlich wirklich super aus, wenn man ein bisschen Farbe bekommen hat, ja. Und das kombiniert mit einer leicht ausgewaschenen Jeans. Sieht toll aus. Ganz toll, finde ich. Der beste Hauptsponsor wäre ja Zweier Dreisel. Dann sind es endlich wieder drei. Andi, Franzi und Schalke. Schalke. Anarchofan, grüß dich! Geht's dir gut? Brummt der Kopf? Ich hoffe nicht. Ich habe gehört, ihr hattet, also du und Zombie Muffin hatten beide mit Zecken zu kämpfen. Du mit Schwarz-Gelben und sie mit Blutsaugenden. Andi, entschuldige. Kannst du immer machen, Anarcho, das stört mich nicht. Ich finde das witzig. Es gibt Leute, von denen lese ich Nachrichten tatsächlich gerne. Und finde das sehr unterhaltsam. Wen fandet ihr in Halbzeit 1 am besten? Den ersten Torwart mit der Rückennummer 22 von Spelle. Ansonsten kann ich es dir echt nicht sagen, wen ich da jetzt besonders toll fand bei uns. Das ist halt Geplänkel. Das ist. Bin gerade im Zug in Doofmund. Was machst du denn da? Oder. Hast du da irgendwo übernachtet? Ach du Scheiße, hast du da Freunde, hoffe ich. Lone Wolf, grüß dich! Hab hier gestern auf der Straße ein Auto mit Kennzeichen Zecken gesehen. Bei uns sind die License Plates ja schwarz-gelb. Hat alles noch schlimmer gemacht. Ich hatte mir auch mal überlegt, als Nummernschild einfach nur Schalke zu nehmen. Aber, weiß ich nicht. Das Testspiel hat Nationalmannschaftsniveau. Ja, wie war noch die Zeit, als das noch ein Lob gewesen wäre, ne? Ich geh mal Kaffee holen, ne? Ich geh mal Kaffee holen.
Simon! Und Lasme! Da ist er! Der Simon! Simon Terody! Jetzt gibt's Ärger! Jetzt gibt's Ärger! Keke Top und Simon Terody! Jetzt kommt der Terror auf den Plan. Und Drexler! Und Drexler! Rechts nach links. Spelle stößt an. Viel Spaß! Und ich glaube, jetzt wird die Brechstange rausgeholt. Mit Rowena, ich sag mal kurz guten Tag, bin gerade beim Fußball FC Mülheim gegen Rot-Weiß Oberhausen. Da ist auch Halbzeit, Etzeler. Danke dir für die Grüße, das finde ich ja nett, dass du reinguckst. Gleich eine Reihe an neuen Spielern. Im Zuge der verbotenen Stadt ist ja widerlich. Ja, hab dann in Dover übernachtet. Die Diskussion gestern hänge mir aber noch nach, bin richtig sauer gewesen. Ich glaube, da kann man nicht diskutieren. Ne? Das ist halt so eine Sache mit der... Ja. Er hat sich ja nochmal in einer speziellen Videobotschaft an die Fans gewandt. Die Tage auf den... Oh, die haben generell diese Sache verteidigt mit Investoren. Ja, du kannst von mir aus ja investieren. Du darfst aber nichts zu sagen haben. Also investieren kann man von mir aus. Was heißt investieren? Das kann man eigentlich alles über Sponsoring regeln. Talabidi, zwei Akteure, die eigentlich bei der U23 sonst im Einsatz sind. Tirole bummst jetzt so richtig durch. Lone Wolf, bitte. Aufgrund der heute fehlenden Spieler. Lass mich. Und wen haben wir da noch? Die beiden dabei, auch schon im Training gewesen. Guck mal, wie stinkig der ist, wie geil. Das ist der, ist das der Ober, der O, ich muss, den Namen muss ich noch lernen. Stamm, Rechtsverteidiger, der etwas kürzere. Saison jetzt rechts hinten. Ah, Lattenlatzer ist auch dabei. Ich sag doch, jetzt kommt die Brechstange. Jetzt muss das Erfolgserlebnis kommen. Muss aber auch klappen, ne? Und wir sehen direkt den ersten Konter. Aber gut auf. Ah, Welttorwart von Schalke. Welttorwart. Sag einfach, oh, wird sein Spitzname. Brunner ist auch drin. Brunner? Hallo, Herr Brunner. Brian Lasm. Mit einem stummen M, wie er uns nochmal aufgeklärt hat, die Tage. So möchte er ausgesprochen werden. Oh. Hallo, was da? Ist Lasogga im Kader? Lasogga, es ist so geil. Starker Abschluss von Ach, das ist gar nicht der Tor. Das ist der, das ist unser Langer. Wechselt worden ist, also auch die Gastgeber haben ein bisschen getauscht. Schön, das finde ich ja schön. Bin jetzt von der. In Dorstfeld hat jemand eine Perle, Anarcho, aber sag's keinem. Aber eins sage ich dir, die konnte was. Also die hat eine, also die hat eine Spaghetti Bolognese gemacht. Jetzt hier am Ball mit der 8. Neu mit von der Partie. War lecker. So, zack. Wechsel nach rechts. Na? Dominik Drexler. Der auf den Dummel. Wie erwartet, vorne einfindet, jetzt den Ball hat. Erster Abschluss. Erstes Hallo. Schön angenommen, der Drexler. Leider etwas in Rückenlage geraten. Dadurch der Ball über die Latte. Aber das ist doch mal was Schönes. Drexler. Perlen aus Dorsfeld haben ein Borstfeld. Spiel gegen Bremen. Was ist los? Sehe da gerade die 36 rumlaufen. Dachte kurz, Embolo ist wieder da. Embolo, Brian. Das sondern die ab, wenn die versuchen zu sprechen. Auf der anderen Seite den Siegtreffer erzielte. Ach, hier liegt überall. Ist ja widerlich. Ja, durchaus mutig. Die konnte was und jeder denkt was anderes. Das würde ich im Leben, sowas würde ich nie tun. Solche Anspielungen irgendwo, das macht man nicht. Schweißtreibend war's. Ich habe ihn jetzt extra zum Schluss aufbewahrt. Simon Terodde. Sehr schweißtreibend. Aber, also, sie mag halt scharfe Soßen. Ein sehr, sehr starkes Signal. Für die Mission Wiederaufstieg des FC Schalke 04. Die, im Übrigen die Idee war wirklich gut. Schade, dass man jetzt die Kamera natürlich, da kann man nicht genau sehen. Aber die Idee war gut, kam nicht ganz durch. Latza. Thomas Reis.
Drexler spielt durch die Lücke zu. Jetzt vorne in der Sturmspitze. Hallo? Wie kannst du den Ball so abnehmen lassen? Vor zwei Jahren. Junge. Das macht man nicht. Stefan, grüß dich. Ach, du bist ja doch live. Ja. Ich war so 30 oder eine Minute nach Anpfiff. Ich war zu spät. Draußen im Garten gesessen, Zigarette, Kaffee. Und da auf einmal sagt YouTube, ding. Und ich so, what? Und ich so, ich mach das jetzt wie so ein professioneller Ex-YouTuber. Was? Oh, nee. Ich muss mal hier was ändern. Sieht das doof aus. Ich mach das lieber so, dann sieht man meine Wampe. Dann sieht man meine Wampe nicht. Wampe. Meine Wampe. Ich habe keine Wampe. Jetzt auch Wechsel bei den Gastgebern. Ach, jetzt ist er nicht in der Mitte. Ich kann das nicht. Es muss immer. Und wieder ein Torhüterwechsel. Oskar Lindemann. Also, ich habe ihn nicht mitgestoppt. Aber jetzt kommt der Lindemann, die Nummer 1. 31 Jahre alt. Jetzt drin und bei. Und jetzt kommt also der Stammtorhüter Bernd Dücker. Und Marcel Ruschmeier hat Feierabend und für ihn. So, jetzt sieht es besser aus, glaube ich. Ahillen. Chat. Da. Hat bei Meppen an der Regionalliga gespielt vor 6 Jahren. Meppen. Also, das ist auch wichtig für so einen Club, der jetzt neu in die Regionalliga kommt, dass das da Logo. Spieler mitspielen, wie zum Beispiel auch Yannick Jeskaczynski, der Rechtsverteidiger mit der Nummer 3. Der jetzt möchte ich auch in der gleichen Größe haben. Dass man schon ein paar Regionalligaspieler dabei hat. Um Na, eben so ist in Ordnung, auch gegen würde ich Teams sagen. Wie Meppen oder Oldenburg, die aus der dritten Liga kommen, zu bestehen. Ah, schönes Bild jetzt. Fans hier ganz, ganz nah. Spieler haben auch schon Fotowünsche vor dem Spiel erfüllt. Also die hier da sind, gehen echt auf Tuchfühlung. Auf Tuchfühlung? Also ich hätte ja immer so einen Wagen mit. Mit so einem Krähennest, wo man dann von oben filmen kann. Nur der Auftakt einer ganzen Reihe an Tests. Oder vom Dach oder so. 6. Juli, am Donnerstag geht's direkt weiter. Ist halt schlecht zu sehen, so alles. Gegen Bocholt. Wie soll man dann vernünftig analysieren? Und dann. Jetzt ist es wieder FSK 12. Was denn? Uschi und Oskar, wer ruft das denn da übers Feld? Ganz wichtig nochmal dahin. Voll der Comic-Dude, Alter. 6. Juli. Das Heimspiel gegen Twente. In Texas? Ich würde eher sagen, so West Virginia. Oder ja, West Virginia oder im Süden von Ohio. Zu familienfreundlichen Preisen. Am Ohio River. Da sind auch viele Hillbillies. 22.07. Ja, schön durchgesetzt. Weiter geht's. Da sieht man doch die individuelle Klasse. Was war das denn? Also das üben wir aber nochmal. Der Abschluss war dann doch eher, ne. Das ist der erste Abschluss. Wie alt sind denn die Tore? Ja, die sind, die hätte man auch mal vorher streichen können. Nur einmal kurz drüber feudeln, weißt du? Aber naja. Tobias Mohr. Ist doch egal. Das macht ja auch den Charme aus irgendwo. In Runde 4 links in der Viererkette gespielt. Ist aber durchaus variabel. Kann eben auch einen weiter vorne spielen. Fall bringt viel, viel Tempo mit. Und das ist ja ein klares Anforderungsprofil auch vom Chefcoach. Da passt auch Brian Lasm, Neuzugang von Arminia Bielefeld, absolut mit ins Profil.
hat er ja bis zu... Das ist ja auch nicht schlecht, 30 km/h laufen kann. Also mit seiner Geschwindigkeit ist er Erstligaspieler, hat Peter Knebel über ihn gesagt. Aber eben auch nochmal seine Physis herausgehoben. Safe Snip. André Hechelmann, der Sportdirektor, hat ja schon gesagt, dass er ihn schon in seiner Zeit in Sochaux beobachtet hat. Also das ist dann manchmal wirklich so, dass so ein Spieler über Monate, Jahre auf einer Shortlist ist und irgendwann passt es dann. Das ist in dem Fall... Snipping-Tool ist ja geil, ich kannte das noch gar nicht. So, Drexler. Also auch der. Jetzt kommt der vierte. Verlängert er den oder? Na ja! Tor. Ja, was ist das denn? Ja, das war aber ein schönes. Gut gemacht. 56. Was für ein Einstand. Das ist aber auch eine Kante, ne? Von Drexler, super von Terodde mit der Brust abgelegt und Lassen mit rechts. In die lange Ecke. Keine Chance für Bernd Düker. Lassen. Ich mag ihn jetzt schon. Der Typ ist aber auch eine, der sieht eigentlich mehr so aus wie so ein Footballspieler. So ein American Footballspieler. Voll die Kante, ey. Voll die Kante, Alter. Eine Weltklasse-Vorarbeit. Weltklasse. Reine Weltklasse war das. Reine Weltklasse. Finde ich gut. Sehr schön. Also, zweites Tor. Des heutigen Tages. Zweites Tor. So. Und der erste Treffer eines Neuzugangs. Lasse, nicht lassen wir, ne? Lasse. Lasse, lassen wir. Brunner! Der hat immer noch diesen bescheuerten Schnäuzer. Der sieht immer aus wie so ein, irgendwie so ein. Weiß ich nicht, so ein. So ein Pervy-Zahnarzt, keine Ahnung. Noch kein Tor, lass mal ran. Lass mal. Hat Peter Knebel. Lass mal, sagt er. Doch, lass mal. Schalke TV. Freddy. Wir nennen ihn einfach Freddy. Des öffentlichen Trainings. Also könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob der einfach war oder schwer, auf jeden Fall. Asozialer Schalker, ich würde nicht so gern gegen Lass mal spielen. Ja. Konstatieren. Der ist schon. Der hat schon Bauer. Das macht einen deren Torwart da hinten. Heute ist, dass die Entwicklung von ihm noch lange nicht abgeschlossen ist und dass man ihn... Ah, Lassen ist jetzt heiß. Der will mehr. Der passt auf. Der greift an. Der Torwart von... 20-Jährigen. Der vorne alle drei Positionen spielen kann. Also auch vorne als Mittelstürmer. Aber eben auch auf dem Lattenlatzer. Mit seiner der wird angegriffen und einfach no look, zack, nach links. Du kannst mir gar nichts, Junge. Pass bloß auf, da. Wen haben wir denn da jetzt? 1,94 groß, also. Die Nummer 36 sieht wirklich aus wie Upamecano. Upamecano. Ich auch bei Standards. Upamecano. Wenn er Finne wäre, ne? Upamecano. Derwe. Hüva Päiva, Upamecano. Lassen wir es Andreas Neuer Müller. Müller ist ja doch da. Ja, aber trotzdem. Der direkt wieder Angebote einfordert. Übersteiger, toll, es gibt da den weiter an der Latza, der Ball kommt wieder zurück. Oh, guck dir das mal an. Jetzt wird das aber hier. Das hat ja schon Kreiselansätze. Drexler. Und weiter geht's. Hä? Ist das? Also die Kameraeinstellungen sind ja, wie in der Schulfilm AG in der 6. Klasse immer. Schalke einfach Barca Prime 2010. Ich like mal den Stream, wa? Ja, like den Stream gerne. Ein paar Likes wären schön. Glaube ich. was haben wir da? Achso.
Und jetzt also Rückennummer. Blendi Idrissi beendet sehr, sehr auffälliges Spiel. Hassan Oudraogo. 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 Muss natürlich auch erstmal wieder hier ankommen. Oudraogo. Aber hat hier schon. Sissé ist auch. Aufmerksam gemacht. Sissé, Oudraogo. Und Hassan Oudraogo. Und Lasme. Okay. Boah, das ist bei mir ganz schwer anzugucken. Es ist super ruckelig und wirklich schlechte Bildqualität. Aber ja, gut. Hugo, frisch gebackener. Ja, so frisch gebacken nicht, aber Anfang Juni U17 Europameister geworden. Lothar, moin. Frankreich. Guido Angaugo. Also, viel, viel erlebt hat und hier am Ball ist. Kannst du mal matchen. Das ist der Knappenschmiede. Tippen, 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 Leute. Tippen, tippen, tippen. Liken, liken, liken. Double tip, double tip, double tip. 19 Bundesliga Film, die haben mit dem iPhone 3, 3GS. Möglich? Also ein grüner Flügelwitzer meint, sieht aus, als ob die Mannschaft gewachsen ist. Kann aber auch die niedrige Kameraeinstellung sein. Mohr. Und Drexler. Weiter. Schön. Wieder Mohr. Reingegeben und... Ah, den hat der Torwart. Den hat der Torwart. Oudraogo wird 2026 für 75 Millionen an Red Bull Castrop Rauxel verkauft. Schraubt sich da schön hoch. Mit seinen 1,94 klar im Vorteil. Hallo? Du bist doch wohl schneller. Da war nichts. Weiterspielen. Lassen, das ist auch eine interessante Randgeschichte noch. Hat sich direkt. Ich wundere mich immer, wie das so ist für jetzt zum Beispiel so einen dritten Torwart wie Langer, der dann halt einfach, der weiß, solange sich zwei nicht verletzen, spiele ich nie. Also sein Leben ist nur trainieren. Erzählt ist auch irgendwo komisch, ne? Des Trainingsauftaktes. Langer ist der weltbeste vierte Torwart der Fußballgeschichte. Ja, eigentlich ist er jetzt Nummer 4, ne? Wenn man den Kekerin da noch mitzählt. Das soll englisches Feeling vorspielen mit der Kamera. Ja, genau, so direkt an der Bande. Ja, Missverständnis. Gibt trotzdem den aufmunternden Applaus von Hanjo Vox, dem Trainer. Finde ich gut. Geiler Job auf jeden Fall. Ja, aber für jemanden, der sich messen will oder so, muss das doch auch irgendwo frustrierend sein. Also, ja, weiß ich ja nicht. Die gleich kommen werden bei den Gastgebern. Gastgeber. Der Gastgeber. Dumm wie Scheiße. Oh, schön gesehen. Der Ball auf Mohr. Kann die Flanke nicht anbringen. Ich glaube, das war Brunner. Ah, der Torwart von denen ist aber weit draußen. Von denen, ja. Ist nicht Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Na, mit 38 kannst du dich ja nicht mehr messen wollen. Ja, aber generell die Karriere ist schon... Im Training und in Testspielen bekommt er ja seine Einsätze und gutes Geld bekommt er sicher auch dafür, dass er eigentlich nur trainiert. Ja, ich denke nur so von der persönlichen, ja, wie auch immer. Also im Leistungssport will man sicher... 3.646 Zuschauer, also jetzt nochmal die offizielle Verkündung. 3.646 Zuschauer. Ausverkauftes Haus in Spelle. Wie nicht anders zu erwarten war. Er rückt ihm auf die Pelle im Stadion von Spelle.
Sehr gut, Kontrolle behalten über das Spielgerät. Das kann ich auch nicht ab, wenn einer sagt Spiel. Ja, gute Kontrolle über das Spielgerät. Auch regelmäßig. Die Kugel, der Ball, das Leder. Veltins Arena zu den Heimspielen. Das rund. Des FC Schalke 04 fahren. Aber das Spielgerät. Monte macht da Bannwerbung. Von Zott? Ach nee, da, ja, stimmt. Dumm wie Scheiße. Ich rieb mir meine Anarcho, ey. Unglaublich doch. Der Flanke. Und Popper verpasst. Das war mal ein schneller, guter Angriff. Wenn das mal in der zweiten nicht so passiert, doch. In der 66. für die Gastgeber. Und da war die Schalker Hintermannschaft mal kurz unsortiert hinten. Okay. Aber so viel gehört auch dazu. Diese Viererkette hat so noch nie zusammengespielt. Und deswegen müssen sie sich natürlich erstmal einfinden. Wie angekündigt, der Wechsel jetzt erstmal von Spelle Fanhaus. So. Jannik Landwehr. Ich rieb mir. Wanne-Eickel Hauptbahnhof wird auch immer schöner. Nein, das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Wanne-Eickel Hauptbahnhof ist. Ja, Wahnsinn. Landwehr, der Käffchen? Ja. Schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich hat. Mal mit Mario Götze in der Nachwuchsnationalmannschaft gespielt hat und um nochmal den ein Rabona Freistoßtor von Spiel am 22. Juli zu schlagen gegen Twente. Auch bei Twente in der Jugend gespielt. Und er soll hier langsam wieder aufgebaut werden. Also. Ja, das klappt gut. Drexler. Das klappt, das war jetzt nicht so. Ja, weiß nicht, ob das gewollt war. Auf Mohr. Ah, schade. So, da fehlten ihm 20 cm Körpergröße, um den mit dem Kopf richtig zu verwandeln. Jetzt steht der Tipper schon auf dem Feld. Wer steht auf dem Feld? Ich hoffe, bei den Wechselorgien sind immer nur noch 11 Gegner auf dem Platz. Tippen, 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 double tip, double tip, double tip. Liebe Leute, double tip, double tip. Liken, liken, liken. Ja, es wird versucht, die Mannschaft ein bisschen auseinanderzuziehen. Die lassen sich aber da nicht locken, die Leute aus Spelle. Uedraogo. Uedraogo. Und? Lassen. Ah, knapp. Gute Sache. Aus der zweiten Reihe mal. Sehr schön. Aktion des Franzosen. Super schnelle Drehung. Hat hier direkt seine Aktion. Übrigens, diese Kacksocken, ne? Des Tores. Sehr, sehr auffällig. Die kann ich ja als Schal benutzen. Und was sind die? 17, nee, 27 oder was weiß ich? Die sind teuer, ne? Und für die ganz Blöden steht auch drin, rechts groß. Jetzt mal gucken. Ha! Hab ich mir gedacht. Links. Groß. Man weiß. Ball ja. Gesehen haben. Wenn ich die anziehe, sieht das aus, als hätte ich Strapse an. Soichiro Kozuki. Wo ist rechts? Ja, das ist jetzt noch die große Frage. Schon dabei gewesen. Einige Testspiele bestritten in Split in Wien. Total die Strapse. Blaue Socken, wo rechts drin steht, sind normalerweise von der AfD. Ich hab mir irgend so einen Spruch, hab ich mir noch verkniffen. Du haust ihn wieder raus.
Ich hätte jetzt einfach gesagt, ja, rechts ist ja nicht so angesehen. Vielleicht sollte man die beide mit links beschriften. Ursprünglich kannte daher. Schalke-Stramze, ja. Zombie-Muffin. Ja, jetzt weißt du schon, womit du mal den Anarcho überraschen kannst. Intensität und das Tempo. Oder er dich. Ist ja, muss ja nicht immer eine weiße. Als bei der U23. Henk als Model muss die anziehen für die Katalogfotos. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Stürmerin bei U17 von Bayern 04 Leverkusen. Also sehr sportliche Familie. Just flow, no filter. Dafür liebst du mich doch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich trage dann Schalke Tanga. Oh. Auch sein Bruder Benny spielt in der 19. Das wäre mal was. Wir gehen alle nach dem Curry Heinz, müssen dabei Schalke Tangas tragen. Unter der Hose. Muss ja keiner wissen. Aber alleine das Gesicht, was man dabei zieht, dass der eine weiß, dass der andere gerade einen Schalke-Tanga trägt. Onlyfans Schalke Edition, ja genau. Super Antritt. Und direkt mit dem Abschluss. Von sehr weit her. Oh, da ist einer eingeschlafen. Aber da ist ein Spieler liegen geblieben von Spelle. Sag mal, schläfst du oder ist das nur, weiß ich nicht. Ernstes. Mal oberste Prüfung. Was ein neuer Fetisch. Curry Heinz, wann? Testspiel, das ich natürlich kann. Ja, müssen wir noch gucken, Lone. Ich werde dich schon mit Sicherheit informieren, da sei dir mal sicher. Wenn sich die Körper... Valderrama. Ich bin dafür, das Wort rechts aus dem Sprachgebrauch zu nennen, nehmen. Nur noch links und nicht links. Alternativ auch das andere links. Ja. Oder einfach nur links und. Andi, willst du die abgeben? Nein. Das wären meine Winterhaussocken. Da kraut sich wer die Bälle im Stadion von Spelle. Ja, sicher. Ja, sicher. Wollte schon sagen, informier mich bloß. Ja, natürlich. Also ich komme auf jeden Fall erstmal zum Schalke-Tag. Ganz klar. Und ich denke mal, da können wir dann verabreden, wann wir das andere machen. Und auch hier lässt Dinken weiterspielen. Da sehen wir uns doch am Schalke-Tag, oder? Schalke. Steffen Vranik, der neue Mann. Links und Braun, nee, Braun. Oh. Und wieder wird's hier lauter. Wittenberns. Ja. Blockt durch Mohr, zweite Aktion. Und guck mal, da wird der Langer nochmal richtig getestet. Langer ganz lang machen. Guck mal, die Pfosten. Ihr sagt, hat gerade schon jemand gesagt, aber das ist echt mal. Ja. Bleibt dabei. Weltklasse-Parade, Weltklasse. Gefährlich, Jonas Tepper. Wann ist der Schalke-Tag? Am 23. Juli. Ganz, ganz gefährlich. Fabi, moin. Selber asozialer Schalker. Der 38-Jährige, der den aber nur aus dem Winkel kratzt. Die Socken kann die noch aus Dorsfeld. Die musste meine damalige Freundin immer überziehen. Gar nicht über den Kopf. Nein, über den Kopf. Lange nichts auf Tor. Schlimm. Wenn Männer Fußball gucken, verwandeln sie sich in grunzende Schweine. Grunzende, sexistische Schweine. Hier. Was sagt Monte dazu? Dumm wie Scheiße. Gut, gefällt genau. Mir immer wieder direkt die Abschluss. Also genau einen Monat nach meinem Geburtstag. Ja. Du hattest Geburtstag? Herzlichen Glückwunsch. Lassen. Gegen Tepper. Da müssen wir ja nachfeiern. Schieß mal ein Tor für einen Lohne. Oh, das klappt natürlich nicht. Lohne. Werd auch versuchen, zum Schalke-Tag da zu sein. Muss leider mit dem Zug über Zeckenland. Und da auch noch umsteigen. Am 23.06. Unglaublich. Ja, und ich weiß davon nichts. Ist ja mal wieder toll. Drechsler. Ich muss mal eben gucken. Oh, Missverständnis. Da hat er sich an. Das sah eben aus, als hätte er sich. Oh, Thea Remmel hat was hochgeladen. Verfolge ich ja nicht.
Macht er denn da? Drexler. Der immer wieder den vorletzten Pass spielt. Wie auch beim 0:2. Direkt belebendes Element. Terodde. Top. Latte. Keke Top. Arbeitet an seinem ersten Treffer. 12 waren's. Also es gibt böse Memes, ne? Angriff und wieder ist Langer da. Langer! Langer! Es gibt wirklich böse Memes. Die sind böse und falsch. Und ich weiß nicht, ob man... Also sie sind aber lustig. Sie sind aber lustig. Soll ich zeigen? Also Michael Langer, der sich hier direkt zweimal aus... Hat wer eine Uhrzeit, wann es am 23.07. losgeht? Ich glaube um 11. Also werde ich um 8 Uhr morgens da sitzen. So. Auf Top. Ich bringe meinen ganzen Kamera mit. Okay. Brunner. Böse, aber es ist lustig, ich kann das doch nicht ändern. Nirovi, grüße dich. Punkt des Speller Strafraums. Top. Und? Ah, Keke. Vorbei. Keke schuldet uns einige Tore. Aber laut Francesco schuldet Piringer uns auch noch 6. Waren's letzte Saison bei Oder 4, 2 hat er gemacht, ne? Bundesliga West. Oder? Für den 19-jährigen Ostermontag. Sein Debüt beim Spiel in Hoffenheim für Tim Skarke eingewechselt worden. Politisch unkorrekte Witze sind am besten. Boah, ja. Schon mal Ende Dezember 2021. Also, richtig gute Comedy ist ja auch sowieso, irgendjemandem beleidigt man immer. Ansonsten lacht man ja auch nicht. Man muss halt, so wenn man das komplett verbietet, wird's super, dann ist das ja McDonald's-Comedy, da lacht man dann auch nicht mehr drüber. Da kannst du dann einen Clown hinstellen, der sich Spaghetti über den Kopf schüttet und dann, ja. Aber dann gibt's noch welche, die meckern, weil man Nahrungsmittel irgendwie verschwendet. Ah, wieder ein Ballverlust. Aber gut aufgepasst. Just Flow. Bist du später nochmal online? Ja, ich denke schon. Ich weiß noch nicht warum, aber ja, einfach damit die Community zusammenfinden kann. Die Gastgeber sind weiter griffig, sind weiter giftig und auch torgefährlich, wie eben gesehen. Popov in der 68. mit der großen Gelegenheit. Na? Aber erstmal. Der kam nicht durch, schade. Und auf der anderen Seite. Bei Schalke auf dem Kanal gucken gerade 30.000 Leute, ey, wie geil. Einstand. Obwohl, warte mal. Einer der auffälligsten Akteure hier in Halbzeit 2. Ich bin ja selbst bei Schalke auf dem Kanal. 30.730 Leute gucken, na. Jetzt lassen sich auch noch ein bisschen Luft. Wenn Schalke das richtig machen würde mit ihrem YouTube-Kanal, ne? Nochmal, erstes Testspiel. 5 Tage trainiert. 195.000 Subscriber. Schalke müsste so viel mehr Subscriber haben. Eigentlich. Naja. Danke dir, Nirovi. Ich wünsche dir auch einen mega Samstag. Bloß nicht verletzen, ja. Heinz Erhardt konnte Comedy ohne Beleidigung. Das kommt heute aber nicht mehr an. Das kommt heute nicht mehr an. Mein Vater und so ein... Obwohl, naja, nee, das kommt heute nicht mehr an. Glaube ich nicht. Das Eröffnungsspiel. 30.000 sehen Weltklasse Langer. Ja. Ist der Drachen noch bei denen der Trainer? Arena. Dieses Mal also auswärts. Geht dann eine Woche später. Eigentlich krass, dass Schalke weniger Abonnenten hat, als der Dicke hatte. Ja. Das ist noch nicht. Also, genau verstehe ich nicht. Terminiert 4. bis 6. August gegen Kaiserslautern.
auch am 34. Spieltag wird man dann wieder auswärts spielen in Fürth. Bei Erhard gab es natürlich auch noch nicht Leute, die meinten, sie wären auf einmal ein Chamäleon und möchten gerne mit Plümsglübbel angesprochen werden oder so. Den Schwachsinn gab es alles noch nicht. Ne? Darüber muss man sich lustig machen. Man muss sich darüber lustig machen. In Braunschweig am 11. August. Auch hier ein Abendspiel. Ich glaube, gestern hatten wir einen Abend, haben wir mit zwei Ärzten. Der eine ist Fußarzt, der andere ist Herzkardio, schnibbelt am Herzen rum halt. Und wir hatten die Diskussion über Geschlechter. Was heißt, wir hatten eigentlich keine Geschlechter, wir haben ja alle dasselbe Wissen. Aber ich meine, da braucht man auch kein Arzt zu sein, ne? Jeder gewonnene Zweikampf wird hier mit aufmunterndem Applaus bedacht. So, Spelle. Spelle verkauft sich sehr gut. Oh oh. Da kommt. Oh oh. Nee, Lassmer kommt. Wieder mit Platz. Abschluss. Der versucht's aber auch immer wieder, ne? Auffällig auch, dass er immer. Wenn der das auch noch gut trainiert, pass mal auf, ey. Finde ich gut. Auch wenn's. Naja. Alter, der Lassmer. Lassmer. Bester Comedian und ist und bleibt eh Otto. Gegen Bersenbrück. Ich habe noch mal so alte Videos gesehen von seinen Shows. Hörteams verloren. Bersenbrück. Weiß ich nicht. Irgendwie, vielleicht bin ich zu dem aus dem Alter raus. Ich finde die Auswärtstrikots gut, diese. Dennoch, ich sprach's an. In dem Blau, weil die sehr geil mit verwaschenen Jeans aussehen. Euphorie von allen Seiten nach dem Aufstieg. Helge Schneider kann ich drüber lachen, auf jeden Fall. Einfach, weil der ganz genau einfach nur das Ruhrgebiet abbildet. In extremer Form. Wäre cool, wenn interessante Leute auf dem Schalke-Kanal das Spiel kommentieren würden. Der Quatscher mit Didi Schacht oder so. Oder Asa mit ein paar Hintergrundinfos. Einmal das. Aber wenn ich Schalke 04, wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich auf jeden Fall mindestens mal 3 Live-Shows machen die Woche. Nach dem Spiel, Mitte der Woche, vorm Spiel. Lassen wir beim Zweitliga-Absteiger als Joker hat der 7 Tore gemacht. Also muss er doch verdoppeln können bei uns. Hatte den gar nicht auf dem Schirm. Tolles Scouting. War das er, wo die Leute gesagt haben, er ist technisch nicht so gut? Oder war das der OO? OO im Ding. Das war Lassmer? Okay. Rüdiger Abramczyk. Der Kommentator hat ja Claudia Neumann-Niveau. Top. Oh, schön. Top gibt weiter an. Sehe ich nicht. Elva, rote Karte, raus. Achso, ja, oder gar nichts. Dann fahre ich zum Lidl. Wen sehe ich da? Steht auch direkt wieder. Bujo. Ehrlich? In welchem Lidl? Aber ich finde ihn ganz gut. Ich finde ihn auch ganz gut. Wer soll denn der OO sein? Ja, wie heißt der jetzt wieder? Ich vergesse es doch immer noch. OO Yabaga. OO Yame. OO. Uedraogo. Verletzung. Asan, fertig. Asan ist gut genug. Asan reicht, ist der Vorname. Asan. Und dementsprechend auch viel Applaus für den 19-Jährigen, der im Winter für den abgewanderten Felix Schmiederer geholt wurde. Felix Schmiederer, 16 Tore gemacht. Asan Aljamicic. Nach Drochtersen gewechselt im Januar. Und Gott. Dennoch haben sie den Aufstieg geschafft. Waren nach der Hinrunde noch 5 Punkte hinter. Also die Pelle, die präsentieren sich auf jeden Fall sehr gut, finde ich. In der Rückrunde gab es dann halt auch nur eine Niederlage. Ja, mit Asan. Assi wäre eigentlich schon. Assi ist eigentlich ein cooler Name. Muss ja nicht das weiche S sein. Oh oh, Dragon. Direkt der Fixpunkt vorne, den sie suchen, natürlich als Zielspieler
mit langen Bällen. Ich finde die Trikots gut. Das Hellblau mit dem Dunkelblau zusammen. Also so dreifarbig finde ich gut. Seine Tore. Arbeitet extrem viel auch für die Mannschaft. Und obendrein absoluter Wortführer auch in der Kabine. Kühl. Simon Terodde. Kudraogo. Hassan, fertig. Ich bin auf Francescos Auslegung gespannt. Da richte ich mich dann nach. Kudri? Ah, ich glaube, Flanke. Sollte der irgendwo hin oder so? Schade, da hätte es einen Kopfball geben können, aber nicht ganz so schön platziert, wie es hätte sein sollen. Ach, Getränke drin. Im Getränke-Hoffmann-Stadion. Arschhoffwand. 4 Minuten noch. 4 Minuten, 0,4 Minuten. Ah, stimmt nicht, er hat gelogen. 4 Minuten 30 Sekunden. Setzt sich da gut durch. Der Hassan. Der war zu weit. Die Flanke war ein wenig zu weit. Brunner. Brunner? Immer sehr konzentriert. Brunner. War das das erste Foul? Was hat er denn? Ah, Danny Latza mit dem ersten. Ah, da kann er nichts für. Das sind die Latzaischen Reflexe. Die hat man. Alle einmal anpacken. Dann ist wieder gut. Kung Fu Latza. Da gibt es nach dem Spiel wenigstens immer was zu saufen. Oregano, genau. Francesco nennt ihn bestimmt wieder sowas wie Aslang Odreo Oregano. Odreo Oregano. Ja, Spielverzögerung, ganz klar. Ja gut, es geht ja auch um was. Der Lassem ist echt der auffälligste Spieler heute. Ja, ne? Finde ich auch. Und Keke Top wird durchspielen. Wenn jetzt nicht durch, ja, bei 3 Minuten ist ja auch jetzt nicht unbedingt, muss man ja... Wird ihm gut tun. Der deutsche U19-Nationalspieler... Schon 7 Tore in 11 Spielen beim Team von Trainer Guido Streichsbier. Und aufmunternder Applaus. Ich glaube, das wird jetzt... Warte mal, wer war der... Ich würde gerade sagen, nicht weitergehen, aber könnte auch sein, dass er nochmal auf die Zähne beißt. Hä? Moment mal. Jan Popov, der Jüngste von 3 Popov-Brüdern. Das war der... Spelle. Ist der A-Jugend gekommen. Und jetzt wieder auf dem Platz. Also. So, dann gibt es ja jetzt noch 2, 3 Tore oder so. Nö. Da kommt er. Da kommt er. Da hätte ich Angst. Was ein Brecher, ey. Wie groß ist der? Was hat der für Körpermaße? Der Herr Lasme. Uidraogo. Auf Lasme. Widersetzt er sich durch. Der Franzose hat die Übersicht für Top. Sag ich doch. Sag ich doch, jetzt kommen noch die Tore. Hab ich doch gesagt, Mann. Wer war das? Keke Top. Ja, guck mal. Super gespielt. Ja, guck mal. Uidraogo mit der Einleitung. Mit dem schönen Chipball in die Tiefe auf Brian Lasm. Ja, das war jetzt aber kein Chipball. Und der hat alle Ruhe und schaut und findet Top. Und der jetzt mit seinem Tor. Das hat er sich absolut verdient. 1,94 ist er. Hat der gearbeitet.
1,94 ist Brian Lassmer. Ja, cool. 1,94. 1,96, das ist jemand anders, Marco, den du meinst. Ich alle Körpermaße von Lassmer wissen. So, und sehr, sehr ich schätze Lassmer auf geschmeidige 3,46 Meter. Hier in alles zusammen hantiert. Gewinnt der FC Schalke 04 sein erstes Testspiel der neuen Saison beim SC Spelle Fennhaus nach Toren von Polter in der 44. Lassmer. Ach, guck mal, die ganzen Kids, ey. Wie geil. Am Ende doch. Alle zu Simon Terrody. Terror. Deutlicherer Sieg und dennoch. Wir Simon haben Terrorde. Fennhaus hat sich hier teuer, teuer verkauft. Und auch die Kids freuen sich. Das finde ich schön, so weit immer. Und vorne. 16,5. Konnte aber wieder sehen, wie Terrorde 2 bis 3 Spiele auf sich zieht und Top dann völlig frei ist. Schon. Ja. Ein. Terrorde macht aber auch echt viel für die Torvorbereitung. Der ist sich da auch nicht zu schade für, ne? Testspiel. Überstunden für Terrorde, ja. Und direkt die Autogrammjägerin. Gutes Spiel, die Saison fängt in der Vorbereitung an. Dabei noch, ich würde mal sagen, solide. Foto oder Unterschrift. Nicht krampfhaft auf, wir müssen die jetzt da niedermachen und was weiß ich. Man muss halt eben auch vorsichtig sein. Soll's hier gewesen sein. Ah, der Lange muss auch noch Bilder machen. Sehr schön. Kicke top. Anna Albrecht. Ja, ist doch geil. Für euch einen schönen Sonntagnachmittag und unsere Gedanken sind auch zum Ende dieser Übertragung bei Klaus Boxer Täuber. Tschüss. Drechsler, jawohl. Ich kann mir aber auch schon vorstellen, dass viele Fußballspieler oder generell Prominente sagen, boah ey, wer hat diese scheiß Handys erfunden? Zweite Hälfte war echt geschmeidig. Ja. Für Francesco mindestens 10 Tore zu wenig. Ja. Ja. Kann man auch sagen. Kann man auch sagen. Ich bin, ich habe ja auch nichts erwartet. Für mich diese Dinger, die, diese, also Spiele gegen den Viertligisten, der gerade aufgestiegen ist in diese vierte Liga, Oberliga, ja, ist ja überrascht. Was willst du da machen? Willst du die da wegtreten oder dich wegtreten lassen? Das ist doch, wir hätten mehr über die Flügel kommen müssen. Die Flügel! Einen schönen Sonntagnachmittag. Hat der das echt gesagt? Ja, der ist halt aufgeregt. Direkt Übertragungsende, so wird da nichts mit Follower. Ja. Ja, stimmt. Der Schalke-Kanal ist echt nicht gut gemacht. Nee. Vielleicht sollte ich dir mal eine E-Mail schreiben. Dann könnte ich könnte auch professioneller was machen. Dann würde ich mir auch rasieren. Lassen wir Ballon d'Or 2024, klare Sache, auf jeden Fall. Skoll, Mariano. Grüß dich. Blauer Klaus, moin. Gula-Kämpfer. Schalömchen. Ich will mal kurz gucken, was die Zahlen hier sagen. Die Zahlen. Ja, ein paar, also Abos wären wirklich gut. Abos wären echt gut. 4129 minus 3 in den letzten 28 Tagen. Leute, so kriegen wir das nicht hin. Also so kriegen wir das nicht hin. Wir, also als Gruppe, das wird nix. Das wird nix. Qualität der Übertragung ausbaubar, ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. So, ich mache jetzt mal mein Ding hier an. Was habe ich hier? Und gehe in den in den Discord-Kanal.
Andi ist bereit. Warteraum. Invite people. Copy. Wer Lust hat, kann gerne da reinkommen. Da können wir auch mal miteinander nochmal reden. Wie ihr das Spiel so fandet. Meine ich. Jedenfalls. Gehe ich da rein? So. Sein Ding anmachen hört sich schmutzig an. Kannst du deins an- und ausschalten oder wie läuft das? Ach du Scheiße, jetzt gehen da gehen wir ja die Verballerten auf der Straße. Wo ist das denn? Aschaffenburg. Ja, wer Lust hat, hat aber keiner. Dann gehe ich nämlich jetzt auf Klo und dann gehe ich essen. Es sei denn, jeder kommt da noch in den Discord. Normalerweise der Stefan ja immer, aber nein. Oder Anarcho, aber nein. Anarcho ist wahrscheinlich am Schlafen. Am Schlafen dran. Gib mir einen Moment Zeit. Ja, ist ja nicht so. Ist ja jetzt nicht so wichtig. Ich hatte nur eine kurze Idee, das mal zu machen. Wer hat euch denn am besten gefallen? Gibt es überhaupt einen, der. Also, ja, lass mir, ne? Oder? Anarcho war doch auf dem Heimweg von Dortmund. Stimmt. Zombie-Muffin. Verteidigt sofort den Anarcho. Und das ist auch gut so. Was war gestern los? Auf einmal dein Livestream privat? Mache ich danach jetzt immer. Manchmal sage ich Sachen, die schneide ich dann lieber raus. Muss ich auch noch machen. Und da muss ich den wieder hochladen. Content. Live. Okay. Werde ich gleich tun. Lassen wir und Ovejan. Ovejan, fandst du gut? Lassen wir nicht stoppbar. Der braucht aber, der muss an seiner Schusstechnik noch was machen, ne? Irgendwie waren die so, nö. Okay, dann halt nicht. Och Mensch, Herr Hückelheim. Ich bin übrigens auf den Discord-Kanal gekommen. Du bist? Warum sehe ich dich denn da nicht? Wieso steht da, dass der drei Fragezeichen heißt? Ja, man könnte auch natürlich auf meinen gehen. Drei Fragezeichen ist normalerweise, wo wir die Talks machen mit Schalke 3 so. Du bist aber nicht im Warteraum, oder? Rendern, schneiden, hochladen, genau. Genau. Lone Wolf, bitte. Das ist ja mal wieder schlimm. Asan und Lasme echt gut. Ja, finde ich auch. 3-0 gewonnen, die Testspiele verlieren wir normalerweise immer. Achso, nee, bin ich im Voice-Kanal, nur Chat. Da ist ein Chat. Ach, ja, jetzt sehe ich dich. Okay, ist auch in Ordnung. Wir haben es jetzt hier 11 Uhr. Ich werde jetzt eh grillen, wenn es noch nicht regnet. Es soll 3 Tage Regen kommen, aber erst um 12. Erst um 12. Ja. Sorry, mir darf man keine Stahlvorlage geben. Ja, ich merke das schon. Ganz schlimm. Alles das macht so krass Bock, FIFA 23 zu zocken. Alter, das macht so krass Bock, FIFA 23 zu zocken. Ich mag's. Aber was heißt, ich kauf die immer und dann spiele ich's nie. Ah, willst du machen? Okay, ich mach'n sittig. Ich wünsche euch was. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt ein mega Wochenende.
Ich streame nachher um wahrscheinlich 22 Uhr auf Hank Loose. Ja. Und bis dahin. Gut, sprechen wir uns das nächste Mal. Stefan, ja, ich werde mal versuchen, irgendwie vielleicht donnerstags oder dienstags eine reine Talksendung zu machen. Also wo wir nur miteinander sprechen. Also nicht nur wir beide, aber ich weiß schon, wie ich meine. Zombie-Muffin, dir auch. Allen schönes Wochenende, vielleicht sehen wir uns später. Ich danke euch und muss jetzt den Knopf finden zum Draufdrücken. Und der ist hier. Schalke. 22 Uhr. Richtig, heute. Tschüss. Tschüss. Henk Schalke Talk? Irgendwie so. Mal gucken.